Oh, ist das etwa... Nee, ist nicht das gleiche Dock, ist ein anderes. Da ist das Alchemax-Werk. Gutes Timing. Tombstones Leute laden neue Vorräte auf. Aber wofür nur? Macht er wieder in Drogen? Sind schwer bewaffnet. Ich sollte wohl besser lautlos bleiben. Ja, versuchen wir das mal. Der Boss schmiert sie. Falls doch jemand kommt, abknallen. Tombstone Betriebsrententat. Hey, ich hab was gehört. Sind diese Chemikalien wirklich ungefährlich für uns? Ungefährlicher als der Boss, wenn wir es versauen. Jetzt beeil dich mal. Das fällt keinem auf, ne? Überhaupt nicht. Wie sollte er noch? Aufpassen! Spider-Man ist hier! Hey, wer ist da? Hey! Ich brauche Rückendeckung! Nö, nö, Spider-Man ist nicht hier. Wie viel haben wir denn? 4 Leute? Ja. Okay, vielleicht kriege ich ihn so nah genug rangelockt. Gott, was da unten alles rumgammelt. Nein, Alter, so war das nicht geplant. Hey, ihr seid gar keine echten Apotheker. Ihr tragt nämlich keine weißen Kittel. Mach die Beinchen wieder weg. Du sollst die Beine wegmachen. Okay, die Spinne ist wieder getarnt. Gute Nacht! Er hat's drauf ankommen lassen. Oh, die sind gar nicht mal so doof, die Leute. Strahlen sogar nach oben. Als was hier aufräumen? Nein. Sollte ich? Komm. Erwähn dich schon mal? Ach komm. Na gut, ich habe ja noch mehr. Netzbombe. Stolpermine. Yep. Ich weiß ja auch nicht. Ja, so weit, so breit. Verdammt, von hier aus sehe ich das nicht, ob das lustig ankommt oder nicht. Nehmen wir einen kleinen Zwischenweg. Den hier zum Beispiel. Was war das für ein Geräusch?
Auf, du Idiot! So, eins. Jemand soll nach ihm sehen. Ich gehe hin. Nach Jeremiah? Passt auf den Joker auf, der könnte euch sonst was antun. Jeremiah, Jeremiah! Ha. Spinnenlein kommt geflogen, ganz still und stumm. Der Typ ist weg. Es ist sicher Spider-Mans Werk. Da ist jemand vorsichtig und fällt gleich Komm um. Komm zurück, Spider-Man! Ich bin nett zu dir! Versprochen! Auch ohne Fingerkreuzen? Hey, seht euch das mal an! Ich bin hier! Los geht's! Oh, der ist vielleicht ein bisschen hochgekommen. Verdammt. Doppelverdammt. Hey, Spider. Ich brenne darauf, dir zu zeigen. Brauche hier Unterstützung. Ich glaube, er wirkt. Du hast die Knarre nicht zum Spaß. Benutze sie. Nicht? Ich dachte, ich hab den nur, weil die lustig Peng-Peng machen. Waren das alle? Ja, doch. Tombstones Männer sind erledigt. Dann mal ran an diese Fässer. An welche? An alle? Diox 3. Ist das nicht das Zeug, das Tombstone als Kind erwischt hat? Was will er jetzt damit? Auf geht's, los! Oh nö. Das Zeug ist sicher nicht gegen Asthma. Typen, mehr Drogen. Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwang erklären. Ich find's gut, dass ihr vielleicht diese Dinger mitliefern. Scheiße. Drauf. Oh, hat er mich gerade echt überfahren, der Dübel? Ich befürchte, die Drogen Inhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen. Ich sollte mir mal einen dieser Inhalatoren genauer ansehen. Ich bin sicher, die sind nicht versichert. Von daher, das Ding gerade alles der Verbrechensbekämpfung. Hm.
Sieht fabrikstechnisch extrem toll aus. Okay, was steckt in dir? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Davon auch? Hey, her damit. Naja, minus das hier. Und dann wäre da ja noch das. Zack. Diox 3 plus Designer-Amphetamine. Cleveres Rezept für vorübergehende Unverwundbarkeit. Bin beeindruckt und besorgt. Für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt. Und Tombstone ist der einzige Lieferant. Ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen. Ob es wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt? Ja, schön. Zeit mal für kurz improvisierte ran? Wissenschaft. Da, eine Einzeldosis der Gegendroge. Muss sie nur noch testen. Vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen. Ja, du willst das an ihm testen, ja? Zwischenhalt. Mal sehen, was machen denn Fertigkeiten? Wir haben mal wieder 2 Punkte. Ja. Nanu, habe ich das immer noch nicht freigeschaltet? Warum nicht? Habe ich das vergessen? Kein Wunder, dass ich eben nicht geschafft habe, die Dinger zurückzusteuern. Ich habe es mittendrin versucht und kam mir unfähig vor. Na, mal sehen, ob ich das drauf habe dann. So, Karte. Ja, ich mache jetzt mal Tombstone fertig und dann sehen wir weiter. Die das Internet nutzen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da hatten sich 2 Gleichgesinnte getroffen, als die Online-Persönlichkeit Screwball ihren Narzissten-Kollegen Spider-Man in einem epischen Streich gefoppt hat, der Unschuldige in Gefahr brachte. Einerseits zeigte Screwball uns, wie naiv und rücksichtslos Spider-Man ist. Er stürzte sich Kopf voran in gefährliche Situationen, ohne dass es ihn scherte, wer dabei verletzt wird, solange nur die Kameras ihn im Bild hatten. Andererseits ist Screwball auch nicht besser. Anders als ich will sie Missetäter wie Spider-Man nicht bloßstellen, um Gutes zu tun. Sie will nur für sich selbst Werbung machen. Und das ist abscheulich. Bleiben Sie dran. Just the Facts mit J. Jonah Jameson geht weiter nach dieser wichtigen Mitteilung darüber, wie Sie mein Buch kaufen können. Ja, ne, ich finde übrigens interessant, dass der Praktikant Jared heißt, ne? Das heißt, wenn Just the Facts abgesetzt wird und kann Jared übernehmen, ist dann Just Jared. Und schon haben wir wieder einen Internetstar, der geboren ist. Zeit, Tombstone lahmzulegen. War das gerade ein rasendes Taxi? Schlimm. Ausschalten. Bei der nächsten Gelegenheit. Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht. Wenn du das sagst.
Ich war nie so der große Leser. Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste. Ich geh nicht hausieren. Man kommt zu mir. Okay, es klappt nicht. Weißt du, wenn du dich zusammentun möchtest, können wir echt was reißen. Oh, bin geschmeichelt. Aber dieses Ausnutzen von Leid ist nicht so mein Ding. Ich muss ihn müde machen, dann kommt die Gegendroge. Ja? Hast du dir auch einen Plan überlegt, wie du ihn überleben willst? Was haben wir denn hier noch? Könnte Tombstone tagelang prügeln, ohne dass er es spürt. Ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, na los doch! Hat er gerade Jungs gesagt? Weißt du noch unser letzter Tanz? Ist dein Knie in Ordnung? Es zieht, wenn es regnet. Sonst super. Dass du fragst. Vor dem Einsatz der Gegendroge muss ich Tombstones Bande ausschalten. Ach, echt? Ich muss seine Leute... Magst du mein neues Produkt? Es heißt Grabesstaub. Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin die Marketingabteilung. Ach so, das erklärt einiges. Ach, Leute. Aber danke, dass du mir immer weitere Motorräder liefert, die ich auf ihn schmeißen kann. Geschwänzt. Er wird langsam, fast geschafft. Und genau jetzt kriege ich alles ab. Ah, da geht mir mittendrin das Netz aus. Geklappt. Gegendroge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Was zum Geier hast du mir verpasst? Ich fühle mich. Oh, weißt schon. Partikelentlockungsmittel. Das Übliche. Meine Zunge. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja. Absolut. 100% normal, glaube ich. Hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Ha, erst wenn Suppe Knete bringt. Bringt's doch bestimmt, meinst du nicht? Guck mal hier, nur für dich. Aber genau so mag ich es eben. Toller Kampf, tolle Herausforderung.
Wir beide sind so unterschiedlich. Das muss doch langsam mal reichen. Wie viel hat er noch? Ich meine, außer zu viel. Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Ach, toll. Tombstone Takedown. Na, wenn wir auch sonst nichts haben.